treibt. Findest du? Was ist denn schon dabei, wenn ich die Schule wechseln will? Ja, muss das denn sein, Kindchen, so kurz vor dem Abschluss? Ich halte es da nicht mehr. Ja, er hilft dann überall aus. Eigentlich ist er einer der Artisten in der Trampolinnummer. Wegen mir hätte er beinahe seinen Auftritt verpasst. Scheint sie mir sehr beeindruckt zu haben. Ja, er mich auch. Er ist traumhaft. Wir haben uns dann noch ein paar Mal getroffen und es war wunderbar. Mensch, Michelle, du bist ja völlig verknallt. Ja, das ist ja das Schlimme. Der Zirkus zieht morgen weiter. Jetzt verstehe ich. Du willst ihm hinterher. Bist du noch zu retten? Ich glaube nicht. Hast du eine bessere Idee? Naja, ich verstehe deine Gefühle für Rod, aber deine Eltern machst du damit unglücklich, das ist dir klar. Kann dir nichts schaden. Ich merke schon, mit den Gefühlen anderer hast du so deine Probleme. Es würde mich nicht wundern, wenn du deine eigenen auch nicht auf die Reihe hast. Meine Gefühle gehen mich überhaupt nichts an. Hey, ihr beiden, könnt ihr endlich mal damit aufhören, euch ständig zu bekriegen? Ihr müsst gleich noch zusammen aufs Trampolin. Da könnt ihr euch irgendwelche Missstimmungen überhaupt nicht leisten. Magst du sie sehen? Pamela? Nein! Du weißt schon. Michelle. Ja. Gütiger Gott. Ist das so schlimm? Nein, natürlich nicht. Aber wir brechen heute noch unsere Zelte ab und fahren nach Liverpool. Weiß sie das? Hoping I'm always there. I want her everywhere. And if she's beside me, I know I need never care. But to love her is neither irrationale Schwärmerei eines Teenagers. Mr. Roberts, Sie fangen ja schon wieder an, die Gefühle Ihrer Tochter zu bagatellisieren. Jetzt nehmen Sie sie doch endlich ernst. Nein, nein. Ich schätze mal, sie trennt. Per Anhalter. Na prima. Das ist ja auch so sicher heutzutage. Mensch, dann haben wir ja kaum noch eine Chance, sie unterwegs zu erwischen. Sie hat einige Stunden Vorsprung und nur Gott allein weiß, wo sie jetzt gerade ist. Mitleid.
Schließlich habe ich meinen Mann überlebt. Gott weiß warum. Blackbird, fly into the light of a dark black night. Wunderbar. Du gehst jetzt sofort zurück nach Wavertree und machst deinen Job, verstanden? Und das war mein letztes Wort in dieser Sache. Everywhere people stare, each and every day. I can see them laugh at me and I hear them sing. Hey, you've got to hide. Wie soll ich sagen? Sie ist coole Erscheinung, ziemlich hübsch. Dunkle Haare, dunkle Augen, nicht zu groß. Schräge Klamotten zum Schlabberlook eben. Gut aufgepasst vorhin, Mister. Addison, Maxwell Addison. Kannst aber gerne Max zu mir sagen. I love you, that's all I want to say. Imagine all the people living life in peace. You may say keine Panik, alles sauber. Hier, bestes Marihuana oder Shit, sagenhafter schwarzer Afghan. What do I do when my love is away? Does it wear you to be alone? How do I feel at the end of the day? Are you sad because you're on your own? Oh, I get by with a laugh for my friends. Get high, a little help for my friends. Come try a little help for my friends. Do you need anybody? I need somebody. Ich bin bezahlbar!
bin ich, ihr Kleiner. Ich heiße Rod. Oh, er kann sprechen. Ach, du liebes Kummer, Rod. Und wenn... Seid doch nicht so verkrampft, Junge. Darauf darf ich als Vater dir noch nicht mal zu einer wirklich gelungenen Vorstellung gratulieren? Wir sind in einem Bordell gelandet. Aber bitte, wir sind doch kein Puff, wir sind ein Club. Ja, das sagen Sie ja wohl alle, ne? Michelle, jetzt komm sofort hier raus! Nein, Papa, hast du nicht gehört, was dein Vater gesagt hat? Nein, Mama. Genug sehen, Michelle. Du kommst jetzt sofort mit und zwar gehst du durch diese Tür nach draußen zu unserem Auto. Und dann fahren wir alle gemeinsam nach Norwich zurück. Und zwar mit dir. Mein Gott, Paul, das geht doch gar nicht. Oder willst du mich hier in diesem Sumpf allein zurücklassen? Ich habe ja gleich gesagt, wir sollen mit dem Bentley fahren. Aber du wolltest ja unbedingt den schnellen Zweisitzer nehmen. Mist! Ja. Kindchen, du willst uns wirklich verlassen? Ihr Kindchen wird gerade erwachsen und das lässt sich wohl nicht mehr aufhalten. Ach, Herrschaftszeiten, das ist doch der Lauf der Welt. Aus Kindern werden Leute. Jetzt hören Sie doch auf, sich selbst zu bemitleiden und lassen Ihre Tochter mit diesem süßen Rod ein wenig lieben.